Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wieder, der Gunshot, und wir sind wieder bei Mittelerde Mordors Schatten. Und schon kurz vor dem nächsten Kampagnenziel. Und zwar der Königin des Meeres. Hat er mich schon mal auf den Weg gemacht, um natürlich den Laufweg etwas kurz zu halten. Damit die Story auch gleich weitergehen kann. Ja, entdecke das Wissen Königin Marvins über die Macht des Geistes. Tun wir. Hier. Danke. Ich hab den Mithrilhammer. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die Schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Okay. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Ja. Super, mit Zeitgeber. Na gut, so weit ist es ja nicht. Ich denke, das dürfen wir schaffen. Auch ohne ein Karakor, mit dem wir jetzt wesentlich schneller wären. Ey! Nein! Hier rennen wir doch mal lieber oben lang, nicht wahr? Mein Gutster. Oh, war ein bisschen tief. Wir haben herausgefunden, wer uns das Essen abgeluchst hat. Der Henker hat den Koch getötet. Also muss er's gewesen sein, stinkender Verräter. Kein Wunder, dass ich hoffe, sie lassen mir ein Bein übrig. Hoffentlich ein Saft. So. War jemand allen vorbeigelaufen? Was ist da jetzt los? Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Seht euch diese Menschen! Okay, also wenn du deine Gegner aufzehrst, werden sie nun auch gebrandmarkt und zu deinen Gefolgsleuten. Um Gegner zu brandmarken, ja, halte E gedrückt, Schleichdings, okay, das normale Setup. Und das auch noch leise. Das ist so Assassin's Creed Style. Gelobt sei Marvin, Königin des Meeres! Dies wird uns rächen! Folge meinem Willen. Die
Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Okay. Wenn du deine Gegner aufzehrst, werden sie nun auch gebrandmarkt und zu deinen Gefolgsleuten. Um Gegner zu brandmarken, halte E gerückt und so weiter und so fort. Na, das klingt schon wieder nach so Assassin's Creed-Style, weil ich das alles unauffällig machen muss. Das mag ich nicht. Folge meinem Willen. Hat der gerade auf irgendwas geschossen? Was war das? Sollte ich ihr Inneres nach Die blaue Flamme tilgt deine Schatten und führt dich ins Licht. Ehre dem dunklen Herrscher! Ehre der schwarzen Hand! So, hier oben war, glaube ich, auch noch einer. Überall Türme. Gondoraner sind unsere Invasoren! Die Menschen! Verlasse den Pfad der Finsternis und folge deinem Helm und Herrscher. Schluss! Wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit! Halte links gedrückt und. Hä, wäre. Der Hals! Der Kopf! Fäulnis wurdest du geboren. Wende dich nun dem Licht hin. Ich hab mich halt noch keiner gesehen. Wie viel Zeit hab ich denn noch? Hab ich mir wohl nur eingebildet. Holt dir die Ohren! Du hörst uns stimmen! Ah, da rüben. Ich muss. Also hier hoch. Seht euch diese Menschen an, die nur hier sind, um uns zu töten! Heute nicht! Das Zeitalter der Menschen ist vorüber! Je mehr meine Macht wächst, desto mehr wächst auch mein Heer. Schreite, brich die Fesseln deines Geistes. Gott, ich hab immer das ist so Lass knapp. Dich vom Licht durchströmen. Die Fesseln Fehle der denn noch? Das ist der letzte, glaube ich. Das Licht soll nun dein Herrscher sein. Ja, mein Gott. Sollte ich ihr Inneres nach außen aktiviere deinen gebrandmarkten Schützen. Aber den Typen hier drüben könnte ich ja auch mal, ich bin der Brandmarken gar nicht. Das hört sich nicht gut an. Was ist jetzt I? Lösch die Dunkelheit aus! Was passiert hier jetzt? Gondoraner sind unsere Invasoren! Die Menschen, unsere Plage! Mann, berauben uns unsere Länder! Doch das Meine Augen sind wie deine! Holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit! Cool. Achso, die machen jetzt alle platt, oder was? Tatsächlich! Oh, ein bisschen mit, ne? Gut. Die sind alle umgefallen. Können wir ein bisschen auffüllen, ne? Elbenschuss einsammeln. Schön. Ihr Schi. Meine Fresse. Schießt schön weiter. Während ihr beschäftigt seid. Ach, das war der letzte. Ist aber auch doof. Die sind doch gar nicht freiwillig, meine Kumpels hier. Schickt die Frau von der Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage... Sagte doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen.
Zeig mal her, was ist das? Ah. Schon wieder so ein Artefakt, oder? Bring das Licht! Oh Gott. Ich hoffe, meine Typen können das mal eben regeln. Ich wollte gerade eine Fertigkeit freischalten. Was ist denn jetzt los? Ich muss mal kurz. So. Mal kurz hier hingehen und gucken, was ich so weit freischalten kann. Ah. Okay, ne. Irgendwelche Fähigkeiten, die ich mir eh wieder nicht merken kann. Geistertodesstoß. Opfer von Aufzehrung und Klingenhageltötung. Explodieren lassen und umstehende Feinde zurückschrecken. Okay, Karagor reiten. Hä? Ach, das sind alles schon die Sachen, die ich kann. Super. Sagt mir das nochmal einer. So, Schulterstoß. Verbessert Sprintangriffe. Okay. Kampfaufzehrung. Drücke C, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um Aufzehrung auf einen Uruk zu wirken. Das Ziel wird in Furcht versetzt und du erhältst Elbengeschosse dazu. Brandmarken. Alle Aufzehrungstechniken brandmarken das Ziel nun. Das habe ich alles schon erlernt. Das ist doch kacke. Tödlicher Schattenangriff. Eine tödliche Variante des Schattenangriffs. Rechtsklick plus X. Okay. Nehme ich. Dann werde ich jetzt mal kämpfen, wa? Oder auch nicht. Ihr seid ein bisschen viele, ne? So, das dürfte mir schon mal ein paar ausgeschaltet haben von euch. Die Schwachmaten hier. Sag mal. Ah, das ist so ein Mother Super Block-Typ hier mit. Okay, haben meine Scharfschützen schon ausgeschaltet. Super. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Na denn, gucken wir doch gleich mal zu unserem nächsten Punkt hin. Das heißt, wir schauen wieder zu Fräulein so und so. So markiert ist es. Oh, Kilometer. Wie soll ich das nur überleben? Ist in Karagor? Wohin wir hier in Karagor irgendwo? Habt ihr auch gesehen, oder? Leute? Den habt ihr auch gesehen. So, wieder weg. Die gönnen mir auch gar nichts, ne?
Landschaft hier drinnen relativ und vergleichsweise. Du sollst gehorchen. Der stinkende Feigling ist weggerannt. So. Das ist ja auch praktisch, ne? Jetzt brauche ich nicht mehr kämpfen, jetzt mache ich sie einfach alle direkt zu meinen Untertanen. Das, wie er schon sagt, lässt die Sache doch gleich mal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Was haben wir hier? Das sind keine Orks. Was soll der Geister hier machen? Das ist doch nur ein... Okay. Hier wird es jetzt schon wieder blöd. Holt euch diesen Sklaven! Zu langsam! Halt! Ich sehe den Waldläufer! Das ist ja irgendwie schon fast zu einfach, oder? Wo bleiben die Riesengemetzel? Na gut, wenn das natürlich viele werden, dann kann ich das vergessen. Da mal eben schnell alle zu selektieren, in kurzer Zeit. Warum kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. So ganz geheuer ist mir das nicht, ne? Ich bin nichts gegen Umis. Aber Marvin die... wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Da so. Grublik, dann komm mal her. Ich finde die Grafik immer noch so schön, oder? Von dem Gelände. Ich meine, guckt euch das immer an, oder? Eine Hammer-Aussicht. Ob ich die Kamera jetzt langsam genug schwenke, damit ihr das sehen könnt, weiß ich nicht. Ich hoffe es einfach mal. Gut. Wo Sklaven gefoltert werden, finden wir auch diesen Hauptmann. Na komm mal her. Na komm. Lup. Tja, mein Freund. Schon bist du mein. Zusammen geht's doch eh besser. Was war das? Ein Karago allein macht mir keine Angst. Ihr werdet beide vor Schmerzen schreien! Meinst du? Fähigkeit freigeschaltet befehligen. Wenn du einen Hauptmann beherrscht, hast alle... Was? Beherrscht hast, halte Steuerung gedrückt und tippe Leertaste. Kannst du Rechtsklick drücken, um ihm einen Befehl zu geben. So kannst du deinen gebrandmarkten Hauptmann anweisen, einen anderen Hauptmann umzubringen oder sich einem Häuptling als Leibwächter anzubieten. Oh mein Gott. Ja, komm.
Okay, das. Zerfetzen dich! Bis den Schlag habe ich voll abbekommen, aber eigentlich hatte ich ihn noch gerade aufgezerrt schon komplett. Wo ist mein Karagor? Falls er hier war, dann ist er jetzt weg. Der Waldläufer, ich glaube, das ist der. Schlag Blut! Waldläufer da oben mit Weiß! Die waren mir nämlich eindeutig zu blöd. Ich schieße die Gegner halt ab. Bing! So, hier haben wir noch irgendwo einen Werfer, ne? Noch irgendwo ein Werfer da. So, keine Elbengeschosse mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke, dich dürfte ich auch schon fast so kriegen. Oh, es nervt. Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft erst alle töten, oder? Ich glaube, das wäre schon fast die schnellere Variante. Alter, ich. Ach so, der ist noch nicht schwach genug. Ja, das sagt einem keiner, dass der auch noch schwach genug sein muss, damit ich ihn hier bekehren kann. Alter, komm her hier. Du gehst mir auf den Sack. Weg mit dir. Du bist ein Nichts. Da unten ist noch so ein Fakttyp, oder was? Eigentlich dürfte das nur noch unser Chef persönlich sein hier. Los, du musst dich den doch langsam mal aufzehren können hier. Jetzt. Langsam reicht's doch. Der ist echt hartnäckig. Die Ketten des dunklen Herrschers an. Jetzt. Meine Güte. Okay, Stärken, Schwächen anzeigen. Okay, das übliche. Richtig, du feiger Wurm. Lauf! So, das ist jetzt unser Kumpel. Das ist ja schon mal schön. Und du? Beherrsch ihn doch.
Jetzt habe ich ganz vergessen, wie ich den... Folge meinem Willen! Beherrsche ich den jetzt? So. Ich probier das jetzt noch einmal. Okay, jetzt kann ich. Was kann ich jetzt mal? Initiierung. Schickst du ihn gegen einen Häuptling ins Feld, wird der Hauptmann versuchen, sein Leibwächter zu werden. Dies führt zu einem Machtkampf, in dem er sich beweisen muss. Drücke Leertaste, um deinen Hauptmann zu befehlen, der Truppe von Tars beizutreten. Oh Gott. Überfalle Tars, indem du dich in seine Festung schleichst. Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Okay, wir machen uns am besten mal auf den Weg dahin. In unserem nächsten Kampf solltest du zusehen und sehen, wie viele Feinde ich wieder ermittle. Wie ist hier oben? Wehr den neuen Hauptmann! Verschwinde! Dir diene ich nicht! Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Ja, das machen wir alles mit Pfeilen, wenn wir Bock haben auf euch dann. Mensch, schau mal. Gut, dann gehen wir mal nach unten, ne? Nach unten! Ich hab nach unten gesagt! So, haben wir gleich noch einen Kumpel. Unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Zu mir, oder ihr liegt tot vor meinen Füßen. Elbenschuss benötigt. Unternehme, schneiden Sie unserer Marionette alle Strippen durch. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Mensch, so schnell stirbt er doch nicht. Klappt doch alles. Wirkt doch locker, bloß weil der da ein paar Kratzer abkriegt. Soll ich jetzt noch heilen? Heul doch nicht rum. Du willst mal Hauptmann werden. Er ist voll abgehauen. Wer denn? Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen.
noch einer weg. Ne, das ist einer von uns. Aber hier sind die nächsten. Okay. Oh. Ja, so weit runter so. Warte, ich rieche etwas. Elbereth, gilt Tobi. Diene meinem Willen. Was jetzt? Unsere Pfeile verbessern seine Chancen. Oh, jetzt hau ich meine eigenen Typen hier. Scheiße. Oh, auf euren Hauptmann. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Erreiche den Aussichtspunkt ohne Alarm. Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Ohne Aufsehen zu erregen. Nö, das geht doch nicht. Hagor, ich werde an ihm das Kämpfen üben. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte, abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Diese ganzen Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, wird der Turm uns allesamt in Ketten werfen. Okay, hier falle ich gerade nicht. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder. Aber unter der Brücke lang? Messer, nice, das ist natürlich auch eine Idee, auf die ich jetzt so gar nicht gekommen wäre. Aber wir haben noch ein paar Elf geschossen. Mensch, das ist. Was der Zufall alles so für Möglichkeiten birgt, nicht wahr? Versammle die Wachen um sich. Der Grabwander muss in der Nähe sein. Die alte Wache war wahrlich eine Bestie. Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch aus der alten gemacht haben? Hackfleisch. Es widert mich an. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Dann übe Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. Wenn es der Waldläufer ist, dann bekommt er wenigstens gleich einen guten Kampf. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Bleibt wachsam. Ich könnte zurückkommen. Habt ihr das gehört? Ihr dürft nicht alarmiert sein, ich habe nichts getan. Und hoch. Genau, immer höher. Was denn? Hochziehen. Und wieder. Los, los, los. Du kannst das. Du schaffst das. Yeah. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Tarf! Tarf! Tarf!
Ihr seht alle so hässlich aus. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Sei mein Schwert! Immun gegen Fernkampf, naja, nicht. Vorsicht! Schütze meinen Namen! Scheiße. Ohne Strippen ist eine Marionette bloßer. Todesgesandter! Wir sind in der Überzahl! Ein leichtes Spiel für uns! Deine Stimme passt irgendwie nicht so leicht zu deinem Körper. Alter! Ich muss hier mal kurz weg. Gut, einer ist schon tot. Das passt. Ey, ich komme hier nicht klar. Los, beweg dich schneller. Muss er hier noch einen selektieren können für mich? Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unserer Marionette alle Streifen durch. Bitter Faustrückgrat gebrochen. Junge. Was? Ferrat gegen Ferrat? So macht man das. Ich kämpfe für die dunkle Herrsche. Und ihr werdet für mich kämpfen. Dieses Gebiet gehört mir. Ich bin der stärkste Häuptling in ganz Mordor. Ich führe meine Armee über ein Feld aus Schäden. Gut, dann haben wir auch das geschafft. Wieder ein Artefakt. Nee, ein grimmiger Entschlossenheit. 9% Verteidigung gegen. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Lol, um 20 Jahre alt. Dass ich dich endlich sehen kann. Mein Kind.
Seine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand, sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Ja. Den Auftrag haben wir jetzt gehört. Also noch vier Häuptlinge im Endeffekt rekrutieren. Und dann passt das. Ja. Oh, labert ihr mal nicht immer dazwischen da rechts? Ich komme hier voll durcheinander. So. Ja, liebe Freunde, wir sind bei dem zeitlichen Ende auch wieder angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zuzugucken, auch wenn ich mich da ein bisschen tippelig angestellt habe mit den scheiß Befehlsketten. Aber das soll beim nächsten Mal natürlich besser sein und der quatscht mir schon wieder dazwischen, der Typ. Ich hoffe, wie immer, ne, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ne? Wenn es wieder heißt, ja, ne? Gernschott und so, ne, der spielt dann wieder Mittelerde, weißt du? Nein, alles klar. Bis dahin, Leute. Wünsche euch was. Euer Gernschott.